Hey ho, meine Lieben, jetzt verwirre ich euch mit zwei Ansagen aus meinem Video. Ist auf einmal ein ganz anderes Video geworden. Und zwar, Jack Daniels Soße für Burger, zum Beispiel, könnte man es nennen. Ja, ich habe eine leckere Jackie Soße gebastelt und das zeige ich euch jetzt nach dem ursprünglichen Intro, Vorspann, Gelaber. Ja, ab, Film ab mit dem normalen Video, wie ich es eigentlich ursprünglich aufgenommen habe. Das will ich euch ja nicht vorenthalten. Also, yum. Hey ho, lecker Burger. Ja, ein anderer Titel ist mir nicht eingefallen. Was mache ich für einen Burger? Einfach mal einen Burger mit lecker Käse und einer selber gemachten Soße. Zumindest hoffe ich, dass die lecker wird. Und da Schatz beim Arbeiten ist, riskiere ich es und verwende dieses Teil hier nochmal. Da kann es mir nämlich nicht schimpfen, weil es es gar nicht mitkriegt. Also, einen Burger gibt es später. Ich fange jetzt an mit dem Süßchen zu basteln. Und ja, was alles auf dem Burger dann drauf kommt und so, das seht ihr dann im Laufe des Videos. Bei so eine große Ahnung, doch, ich habe eine Ahnung. Salat, Tomate, Käse, ja, das Übliche halt. Und die selber gemachte Soße. Und gehen wir rüber, gucken wir, was ich mir alles für die Soße hergerichtet habe. Attacke. Da wären wir schon bei der kleinen, aber feinen Übersicht fürs Süßchen. Und ja, da haben wir die Küchengranate hier drüben. Zuallererst möchte ich hier noch auf was eingehen. Die wird ja hier eingerastet. Die Einrastung ist am Oberteil. Drehrichtung ist so rum, sprich in der Richtung, wo man es aufschraubt. Und ja, wenn es dann etwas schwergängig ist, vermute ich, wenn der Deckel nicht ordentlich festgeschraubt ist, dass sich das dann mit aufdreht. Also deswegen ordentlich zudrehen, richtig fest und dann sollte es funktionieren. Also meines Erachtens nach ist es eine relative Fehlkonstruktion, muss ich leider so sagen. Man hätte das Ding unten auch irgendwie noch arretieren müssen, dass das sich einfach nicht mitdrehen kann. Meine persönliche Meinung dazu. Gut, ich nehme den jetzt heute aber nochmal und ja, dann schauen wir mal, was wir danach mit dem machen. Bisschen Knoblauch, frische Tomaten, ganz klar, dieses Mal Zwiebeln. Dann habe ich noch ein bisschen Honig, wenn ich den da rausbekomme. Ein Jackie, ein Liquid Smoke von dem verrückten Bruder Tack aus der Lausitz. Ich mag den Kerl mittlerweile. Mhm. Dann den Sweet 60 Swap vom Philipp. A Cola. Ein bisschen Tomatenmark noch. Und ja, da habe ich noch einen Emmentaler. Mal gucken, ob ich den dann auch noch mit reinhau. Einfach mal ausprobieren. Und ob wir noch Salz, Pfeffer und Co. brauchen, das weiß ich noch nicht. Das ist jetzt einfach mal so eine Freischnauze-Experimentiersoße. Und hier im Hintergrund sieht man auch schon die Burger-Buns für heute. Ja, das sind gekaufte Brioche-Buns. Fertig. Okay, ich fange jetzt mal an, die Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten soweit fertig zu machen. Bisschen kleiner zu schneiden und dann schmeißen wir das da rein und dann schmeißen wir das Monster an. Der nächste Versuch mit dieser Küchengranate. Drin. Gut. So. Ja, ich glaube fast, da können wir gleich alle Tomaten, ja, schmeißen wir Zwiebeln auch gleich noch mit rein. Noch ein bisschen was von dem Knoblauch. Immer rein mit dem Zeug. Hm.
Ja, und er zieht es wieder nicht ganz runter. Müssen wir halt noch ein bisschen voller machen. Als Mixer ist das Ding für mich durchgefallen, definitiv. Das ist ja, oder auch nicht. Schmeiß ich mal alles rein, das ist mir jetzt wurscht. Und wenn es nicht funktioniert, nehme ich den Thermi dazu. Da weiß ich, dass es funktioniert. So, der allerletzte Test mit dem Teil. Bevor ich den jetzt aufmache, hole ich mir einen Topf und gebe das komplette Teil ein, damit es schon mal leer ist. So. Lachen verboten? Nein, ihr könnt euch kaputt lachen. Das ist mir wurscht. Jo, also klein püriert hat es das auf alle Fälle alles wunderbar. Also das muss ich so sagen. Und jetzt probiere ich das Ding hier so aufzumachen. Ja, hat es funktioniert ohne auseinanderzufallen. Ja, der Deckel ist noch fest. Der ist noch perfekt fest. Also definitiv das letzte Mal. Ja, nicht ordentlich angezogen gewesen wahrscheinlich. Was anderes kann ich dazu jetzt nicht sagen. Das Ding hat jetzt seine Arbeit getan. Aber was will man großartig erwarten? Der ganze Mixer kostet 30 oder 40 Euro. Das ist kein Geld. Ja, okay. Ah, jetzt habe ich das da schon rein. Verdammte Axt. Auch schon egal. Eigentlich wollte ich ja das Zeug vorher ein bisschen anschmoren, aber macht nichts. Wie gesagt, ich mache das einfach frei Schnauze. Ohne irgendwelche Anleitung zu schmökern vorher. Ich sagte ja, wenn wir aus dem Ding was rauskriegen. Jo, wir haben was rausbekommen. Also ich möchte jetzt nichts hören, wie das ausgesehen hat gerade. Ich sehe gerade, das ist noch geschlossen. Ich muss gucken, ob ich noch einen habe, der geöffnet ist. Keinen geöffneten mehr, aber das kann man ja ändern, indem wir den aufschneiden. Fertig, das reicht. Jackie, Liquid Smoke, also den Flüssigrauch. Schauen wir da mal. Jo, mit so einer Pipette. Soviel ich weiß, darf man da ja nur ganz wenig verwenden. Das erste Mal, dass ich einen verwende, hauen wir nachher dann rein. Und wie gesagt, den Jackie dann auch. Und gegebenenfalls dann eben zum Schluss noch den Emmentaler. Gut, rüber auf den Herd. Tja, und da bringen wir jetzt das Ganze erstmal einmal kurz zum Aufköcheln. Ordentlich noch vermischen das Ganze. Vielleicht tue ich noch ein bisschen Cola hinzu, vielleicht noch ein bisschen Ketchup. Ey, ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch bloß noch ein bisschen Speisestärke. Ja, man wird sehen.
oder auch noch eine andere Barbecue-Soße. Leute, das kommt alles noch auf. Aber vielleicht, wenn es ein bisschen einreduziert ist, schmeckt es ja auch schon. Wir werden sehen. Also, wie gesagt, aufköcheln lassen und dann runterschalten und einreduzieren. Freischnauze-Sößchen, sollte ich noch irgendwas in den Topf mit dazu schmeißen oder sonstiges, hole ich euch natürlich dazu. Es fängt zum Köcheln an. Ich bin ja gespannt, ob das überhaupt schmeckt. Heftig am Köcheln. Ja, nebenbei ein bisschen umrühren und dann schalte ich das Ding auch schon so weit runter, dass das eben nur noch so leicht dahin köchelt nachher und schön einreduzieren kann. Probieren? Nein, jetzt noch nicht. Oder auch schon? Ja, schauen wir mal. So Leute, ich habe das Ding wieder verpackt, stelle das jetzt hinter. Mit diesem Siebeinsatz, der noch dabei ist, kann man ja irgendwas auch klein mixen, dass Kerne, Brocken, Fruchtfleisch gar nichts mit rauskommt und das, dann hat man außen bloß den Saft. Das wäre dann ja hier drin dieser Einsatz. Ja, vielleicht zum Smoothies machen ohne Fruchtfleisch. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum. Auf alle Fälle. Kaufempfehlung, weiß ich jetzt nicht, ob ich da eine ausspreche, aber er funktioniert als Reisebegleiter auf Events oder sonst was. Ja gut, kann man das Teil nehmen als dauerhaften Küchenbegleiter. Na, ich weiß nicht, braucht man ja nicht, haben wir ja unseren Thermi. Und gut, ich räume jetzt weg und dann machen wir mit der Soße weiter. Töschen reduziert gut ein. Ich habe mir hier einen Kochlöffel genommen. Man sieht, bis hier ging es vorher und naja, gut, ein bisschen einreduzieren kann es auf alle Fälle noch, wenigstens auf die Hälfte. So. Jetzt probieren wir da doch einmal. Sehr süß. Tomatik. Noch ein klein bisschen Gewürz rein. So. Geben wir mal 3 Tropfen von den Liquid Smoke rein. Vom Tagi. Den Bekloppten aus der Lausitz, wie er sich selber nennt. Den Verrückten? Naja. Ein netter Hund ist es auf alle Fälle. Hat sich schon verändert, der Geschmack, muss man sagen. Waren 3, 4, 5. Ich habe ja Gewürz auch noch mit rein. Allzu viel einreduzieren braucht man das gar nicht mehr. Ein bisschen Jackie noch mit rein. Ja, dann lassen wir das halt noch ein bisschen einreduzieren. Soweit wie es wir möchten, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Und dann sind wir mit der Soße fertig. Jetzt probiere ich nochmal mit Jackie. Ja, geil. So Leute, aber wegen der Konsistenz haue ich jetzt doch noch etwas Ketchup hinzu. Nicht allzu viel.
gucken wir mal, wenn das jetzt dann einreduziert ist, wie das Ganze aussieht und schmeckt. Ich hoffe, ich habe jetzt mit dem Ketchup nicht die Soße versaut. Aber wenn ich das hinter den Kulissen mache, dann wäre das ja beschiss. Und ja, deswegen zeige ich euch das. Nö, passt wunderbar. Geil. Okay. Wie gesagt, ich lasse jetzt noch fertig einreduzieren und dann fülle ich sie ab in, naja, Glas, eine Schale, keine Ahnung. Aber das werdet ihr ja dann später sehen, wenn wir den Burger zusammenbauen. Ja, so ziemlich auf halb auf die Hälfte einreduziert. Schmeckt lecker. Und ich würde sagen, das ist jetzt gut. Jetzt lassen wir das ganz kurz noch ein klein bisschen abkühlen. Nicht, dass mir dann die Flasche platzt. Ich habe jetzt gerade vorher noch ein Behältnis gesucht, wo ich das Zeug reintun kann. Und wenn ihr dasselbe verwenden solltet, empfehle ich euch, das Ding nicht auszuspülen. Weil das wäre schade um Geschmack. Ja, leere Jackie-Flasche, Trichter, und dann wird es da eingefüllt. Wie voll die wird, werden wir gleich sehen, nachher. Aber Leute, das ist ja hier kein Kindergarten. Deswegen gibt es nochmal einen extra Sprutz mit Jackie. Aber jetzt ist es dann gut. Und kann abgefüllt werden. So, jetzt muss ich bloß irgendwie um die Cam rumkommen. Und das hier einfüllen. Oh ja, wenn die Flasche voll wird, wäre das natürlich auch sehr geil. Ja, noch die Reste hier schnell zusammenschaben. Verdammt! Die Flasche ist nicht voll. Das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Das geht ganz und gar nicht. Zumindest bis zum schwarzen Rand muss voll werden. Und ja, wir haben hier oben im Trichter noch ein bisschen was drin. Und das schütte ich jetzt noch. Spüle ich nicht noch hinweg. Und das war schon zu viel. Jetzt kann ich das Brett aufschlecken. Naja. So. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Tun wir es noch ein bisschen aufschütteln und dann haben wir eine richtig geile Jacksoße. Ja, Freunde, warum auch die Flasche ausspülen? War ja Alkohol drin. Und wenn ihr das dann so in der Hand habt, habt ihr den Jackpot! Den Jackie-Jackpot! Jawohl! Eigentlich wäre das ja jetzt schon fast ein eigenes Video. Ich glaube, ich mache die Ansage neu und mache da ein eigenes Video draus. So machen wir das. Leute, das war das Jackie-Video. Fazit, lecker, fruchtig, fein. Nachmachen und ja, wird dann im nächsten Video verwendet auf unsere Burger, so wie es ursprünglich geplant war. Ja, hat es etwas länger gedauert, aber ich habe eine leckere Jackie-Soße. Wir sehen uns. Einen Daumen nach oben nicht vergessen und ein Abo. Das soll zur Jackie-Soße schon wert sein.
So Leute, und jetzt schneiden wir das Ding erst einmal auf und schauen uns an, ob der von innen genauso geil aussieht wie von außen. Ich glaube, mein Messer ist zu klein.